Hallo, grüß halt. Schon alles voll Zucker. Ich mache heute eine Dame, hat mir einen Kommentar geschrieben und hat mich gebeten, ob ich nicht kann, einmal Punschkrapferl machen. Ich mache heute eine Punschtorte, das ist ganz das Gleiche. Die Krapferl tut man halt einfach in eine eckige Form rein und tut sie dann schneiden und glasieren. Und ich mache eine ganze Torte. Ich finde das einfach ein bisschen einfacher. Und zwar habe ich da schreckt es bitte nicht, 12 Torte brauche ich. Und 8 Eiweiß. Ich habe jetzt da die 8 Eiweiß geschlagen mit einer Prise Salz und so ungefähr 160 Gramm Zucker. Den habe ich steif geschlagen. Ich mache nämlich 2 Rouladen. Ich brauche 2 Rouladen und zwar muss man da den Boden ausschneiden für eine Kuchenform und in einen Deckel dazu. Und das Übrige muss man das Biskuit klein machen und mit Rum, Orangensaft, Marillenmarmelade, das muss man alles aufkochen und unter die Biskuitmasse tun und das muss man dann reintun und beschweren, in den Deckel drauf und beschweren über Nacht im Kühlschrank und nachher kann man es mit einer Punschglasur glasieren. Ist an und für sich nichts dabei. Punschkrapferl oder Punschtorte klingt sehr kompliziert, ist es aber nicht. Ich habe jetzt da die 12 Torte rein und eine abgeriebene eine Schale von einer Zitrone, aber nicht eine ganze. Also eine halbe reicht von der Bio-Zitrone und da tue ich jetzt den restlichen Zucker dazu. Zucker habe ich insgesamt 200 Gramm und die 50 Gramm tue ich jetzt da ungefähr, 160 habe ich da rein tun und da tue ich jetzt noch 40 rein. Und das lasse ich jetzt ganz schaumig aufschlagen. Wenn das ganz schaumig aufgeschlagen ist, dann bin ich wieder bei euch und zeige euch, wie es weitergeht. Gell? So, die Masse ist jetzt so richtig schön hellgelb aufgeschlagen. Also das muss ich schon, man muss sie schon richtig gut durchschlagen. Da tun wir jetzt ein Drittel Schnee. Ich meine, jetzt müsst ihr es nicht anwägen. Gell? Man muss zwar beim Backen schon genau sein, aber ob das jetzt ein Drittel ist oder ein bisschen weniger oder ein bisschen mehr. Und das tun wir jetzt relativ flott. Übrigens habe ich das Backerl auf 200 Grad Ober- und Unterhitze vorgekratzt. Ich tue sie hintereinander rein, weil ich der Meinung bin, Heißluft mit 2 Blech Rouladen, das tut nicht. Also das wird halt nicht so schön. Kann sein, dass ich mir es gleich einbilde. Ich tue halt immer hintereinander backen, ich tue es nicht zugleich backen. Ich tue es auch bei den Krebs nicht, hätzenderweise. Ich weiß nicht warum. Ich bilde mir immer ein, ein Blech wird nicht so schön. Und so hat jeder seinen Vogel. Und das tun wir jetzt schön unterheben. Ich schreibe natürlich das genaue Rezept ein, aber es ist so, es sind 2 Rouladen und 12 Eier ist schon viel. Aber was soll's. Ich habe das auch noch ein bisschen von der Oma im Hinterkopf, weil sie am Kassen hat, wenn viel Eier dran sind. Dann wird es was besonders Gutes. Und ich weiß eigentlich nicht, die Eier sind jetzt gar nicht so wahnsinnig teuer. Weil wenn man halt so 4 so Punschkrapferl kauft, dann zahlt man gleich einmal 3-4 Euro und 12 Eier sind auch nicht teurer. Aber es ist halt, weiß ich nicht. Und jetzt tun wir das Mehl einrühren. Das ist so ein richtiger schöner Rouladentag. Für 2 Rouladen ist das. Mich hat einmal eine Dame gefragt, warum ich immer verschiedene Rouladentage hernehme. Erstens lese ich so wahnsinnig viele Kochbücher. Ich habe sicher 400 Kochbücher
und bin drauf gekommen, dass es immer auf die Fülle drauf ankommt. Wenn halt eine Sahnefülle oder was ist, nimmt man halt nicht so viel, tut man sie nicht so saftig, kommt mir vor. Und wenn jetzt aber leider Marmelade rein ist, nachher ist es wieder ein bisschen ein anderer Tag. Ich bin halt drauf gekommen mit Lesen, dass es so ist. Und deshalb habe ich dann das einmal ausprobiert. Und mir ist vorgekommen, es ist wirklich so, dass halt für verschiedene Füllungen einfach verschiedene Tage herkommen. Aber es ist ja auch überhaupt kein Problem, wenn einer ein gutes Rouladenrezept hat, dass er da die doppelte Menge nimmt. Seien es nicht 12 Eier wahrscheinlich, sondern nimmt man das von selber das her. Und das, was man hat daheim, das, was immer gut gegangen ist, das ist ja überhaupt kein Problem. Ich bin jetzt überhaupt nicht die Köchin, die was sagt, man muss nur genau abwägen. Aber man kann auch, wenn man ein bisschen Erfahrung hat, einfach einmal ein bisschen einen anderen Tag ausprobieren. Das muss nicht immer der sein, den was ich ansage. Es ist halt so, wenn sie sehen, dass es mir gelingt und sie sind noch nicht so lang, die noch nicht so lang kochen, nachher wissen sie halt, dass es da halt sicher gelingt. Jetzt tue ich mal gerade, dass ich die Hälfte rauskriege. Ich meine, das ist die Hälfte. Oder noch ein bisschen. So. Und das werden wir jetzt richtig schön verstreichen. Da bietet sich natürlich an, dass es so eine Winkelpalette super geht. Dass sie nicht am Rand dünner wird, die haben wir sie ungefähr gleich. Und die backen wir wieder relativ kurz, zwischen 8 und 10 Minuten, bis sie halt leicht bräunlich ist, die Roulade. Die tun wir allerdings nicht rollen, also spielt es jetzt nicht so eine Rolle. Aber ich muss sagen, ich mag sie schon, dass es noch saftig ist. Obwohl Punsch einladet zum saftig sein, weil das wird direkt getränkt. Ich mache jetzt die zwei Rouladen und wenn ich die Punschfülle mache, dann bin ich selbstverständlich wieder bei euch und wir machen die Toten zusammen. Gell? Viert euch einmal. So, jetzt bin ich wieder da. Die Rouladen sind fertig. Bitte die Rouladen aus dem Backerl raus tun auf ein Zuschnittpapier, also auf ein Backpapier. Ein bisschen Zucker auf und die Roulade stürzen und das Papier abziehen. Geht wunderbar, ist ein super schöner Boden geworden. Und den habe ich einfach so ausgeschnitten. Da habe ich mir ein Backpapier zurechtgelegt, wie groß die Form ist. Und da habe ich die Kuchen für oben und für unten eins ausgeschnitten. Und bitte schmeißt das Backpapier nicht weg, weil das braucht man nachher zum Beschweren. Weil die Punschtoten, die muss über Nacht im Kühlschrank richtig zusammengepresst werden. Und den übrigen Teig habe ich einfach Biskuitwürfel geschnitten. Und da habe ich jetzt 16 Rum, das sind ungefähr 62,5 Ding. Und das tue ich jetzt da auf. Das müssen wir beträufeln. Ich habe jetzt nicht den wahnsinnig starken Rum, muss ich jetzt dazu sagen, sondern ich habe einen Base, also nicht einen 80%, sondern ich meine, ich habe 32 oder 36%, weil ich mag das nicht. Ich mag den Geschmack von Rum sehr gern, aber ich mag diese Menge Alkohol nicht. Und vor allen Dingen, ich meine, in der Punschtorte muss ein bisschen drin sein, aber das tut auch kein Kind was, glaube ich. Der wischt vielleicht einen Tropfen insgesamt. Ich lasse das jetzt 10 Minuten ziehen und richte dabei her, was wir noch brauchen. Und dann machen wir zusammen die Punschmasse. Okay? Viert euch dabei. So, da bin ich wieder. Und zwar habe ich insgesamt 250 Gramm Marillenmarmelade. 50 Gramm tue ich gleich in die Fülle rein und 200 Gramm tue ich jetzt aufkochen.
Weil da müssen wir dann den Boden bestreichen und oben drüber schütten. Ich habe da ein Wasser, aber ich schreibe euch das ganz genaue Rezept ein, wie viel von jedem. Dann Saft von einer Orange. Dann haben wir Zucker mit der Orangenschale. Dann haben wir die 50 Gramm Marmelade. Und dann haben wir nachher noch einen Esslöffel Kakao. Das lassen wir jetzt aufkochen. Die Marmelade kocht schon. Die tun wir jetzt derweil ein bisschen zurückschalten. Und dann tun wir das aufkochen lassen. Das klingt alles ein bisschen kompliziert, ist aber überhaupt nicht. Und das tun wir auch über die Masse, über die Würfel. Das haben wir jetzt schön angezogen. Die haben wir das noch drüber schütten. Sechs Minuten wahrscheinlich. Gell? Ich tue dann nur die Marmelade umrühren, dass die nicht anbrennt. Und das lassen wir aufkochen. Und da tun wir einen Löffel Kakao. Nehmen wir jetzt die heiße Marmelade auf den Boden streichen. Und die restliche heiße Marmelade, die wir dann über die Schüle drüber streichen. Der ganze Boden mit Marmelade gestrichen ist. So. Und das tun wir jetzt da drüber. Und das ein bisschen mischen. Nicht mit den Händen, weil sie verbrennt euch die Finger. Gerade, dass der Kakao ein bisschen schöner verteilt wird und das alles schön durchgemischt ist. Sprengt man den um. So, und jetzt sehen wir das auf den Kuchen auf. Die Schüssel ist sehr heiß, müsst ihr aufpassen, aber wenn ihr eine Keramikschüssel nehmt, ist das nicht so tragisch. Und dann tut es bitte, ich tue es jetzt mit dem Löffel. Schön eindrucken.
es schön gleichmäßig. Schmeckt ja hervorragend mit dem bisschen Rum und den Orangensaft und die Orangenschale. Es ist ja wirklich ganz was Gutes. Wer Punsch mag. Dann tun wir das, die restliche Marmelade drauf. Ich hoffe, ihr seht das genau, wie ich das mache. Und dann tun wir den Deckel drauf. Und da könnt ihr es noch richtig andrucken, wenn der Deckel oben ist. Da einen Zucker aufstrahlen und tue noch das Papier auf und tue beschweren, mit was beschweren, aber dass mir das Papier nicht picken bleibt, tue ich jetzt da einen Zucker aufstrahlen. Gescheiter war, da passiert nichts, das kann ich ruhig ein bisschen. So. Da tue ich jetzt das Papier auf und stelle jetzt einen schweren Topf auf und stelle es so in den Kühlschrank über Nacht. Und morgen in der Früh machen wir die Punschglasur miteinander und machen den Kuchen fertig. Okay? Ich wünsche euch einen schönen Abend, gute Nacht, danke inzwischen fürs Zuschauen und bis morgen in der Früh. Viert euch! Guten Morgen! Da unten war im Kühlschrank, schaut gut aus. Also jetzt muss ich noch schnell eine Marmelade aufstellen. Und zwar machen wir jetzt zusammen die Punschglasur. Eine Marmelade. Weil die muss auch heiß sein. Einfach zwei so Löffel, die mal zu erhitzen. Und zwar bei der Punschglasur habe ich jetzt da, das ist schon viel. Man kann natürlich die Punschglasur auch fertig in die Becher kaufen. Gell? Das ist okay, finde ich. 400 Gramm Stabzucker sind da drinnen. Da kommt ein Spritzerl rum rein. Das ist halt Punsch, ist immer ein bisschen mit rum. Das reicht schon. Jetzt muss ich mal schauen. 40% ist der Rum. Und da müssen wir jetzt dann aufpassen, mit dem Orangensaft, normal kommen so 4, 5, 6 Löffel rein. Jetzt tue ich einmal 3 rein. Und dann schauen wir. Sie muss natürlich schon ein bisschen flüssig sein, aber nicht zu flüssig, weil es sind 4. Tue jetzt lieber die Löffel einzeln dazu, weil sonst habt ihr Suppen. Und dann müsst ihr wieder einen Haufen Stabzucker dazu tun. Das ist einfach nur zu wenig. Das müsste jetzt eigentlich schon passen. Hart ist sie, aber jetzt tun wir sie über das Wasser dampfen.
Marillen Marmelade pro Tasche. Einfach zurückschalten. Und da die mal über Wasser dampft. Das schaue ich mal jetzt um, ob es ein bisschen flüssiger wird. Auf 40 Grad erhitzen. Weil man muss es schon drüber schütten können, gell? Und da habe ich eine Lebensmittelfarbe in rosa, so wie die Punschglasur gehört. Das müssen wir jetzt auf ungefähr 40 Grad erhitzen. Dann schauen wir, ob es ein bisschen flüssiger wird. Dann stellen wir einfach nur einen Orangensaft dazu. Ich habe jetzt 5 Löffel drinnen. Vielleicht tun wir einfach einen 6. da dazu. Das ist halt flüssig genug. Dann schrinkt euch die ganze Sauce. Das geht gut. Da passt man auch auf. Na super. Dann tun wir da die Dinge reinrühren, wenn sie aufgeht, hast du es. Bitte bei der Lebensmittelfarbe einfach immer aufpassen, gell? Das wird eh schon nicht zu wenig sein. Aber Punsch, der leidet schon ein bisschen Farbe. Ich meine, das ist gerade recht von der Farbe her. Zu zuckerrosa mag ich es auch nicht. Das wird eh jetzt noch rosa, weil die Farbe sich noch nicht ganz aufgelöst hat. Jetzt geht es super. Jetzt tun wir die Marmelade aufstreichen. Das ist jetzt natürlich, in der Marmelade sind jetzt natürlich Früchte drin. Und das, jetzt wird die Glasur wahrscheinlich nicht ganz schön glatt. Durch das, dass Früchte drin sind, gell? Das schicken wir jetzt da drüber. Und hoffen, dass es schön einrinnt. Das ist halt, das kann es nachher wieder wegtun unten rum. Da ist jetzt ein bisschen Marmelade. Aber in Gottes Willen. Das lassen wir jetzt so über Ohrringen. Das ist relativ gut gegangen, muss ich sagen.
dann kommt es auch ein bisschen, das ist eh schon hart. Ich lasse das jetzt einfach aushärten, ich meine, es ist jetzt kein Meisterstickel wahrscheinlich, aber nachher tun wir noch ein bisschen, tue ich einfach ein bisschen Schokolade schmelzen in einen Stanitzel rein und tue einfach ein bisschen aufzeichnen. Ich mache nachher ein Foto von der Torten, entweder von einem Stickel oder von der ganzen Torten. Ich zeige euch, wie es ausschaut, aber so schaut sie nicht schier aus, muss ich sagen. Das ist recht schön geworden. Die Glasur ist super gegangen. Besser wie gemeint, also braucht sie nicht unbedingt kaufen, weil es braucht fast 600 Gramm Glasur. Das sind sicher 3 Becherlen. Und das, glaube ich, ist nicht billig. Und 400 Gramm Stabzucker und die 5 Löffel Orangensaft. Das kann man jetzt sicher nicht vergleichen vom Preis her. Ich lasse die jetzt aushärten und wir lassen sie uns heute Nachmittag zum Kaffee schmecken. Ich hoffe, ich habe der Dame helfen können. Wie gesagt, es könnt ihr es auch bitte recht gern in einen Rahmen machen, in einen Eckingrahmen. Wenn sie fertig durchgekühlt ist, Würfel schneiden und die Würfel glasieren. Das ist im Endeffekt ganz das Gleiche. Ich habe mir es ein bisschen einfacher gemacht. Ich habe das mal eine ganze Torten gemacht. Das ist nicht so viel Arbeit, dass wir schneiden und jeden einzelnen Würfel glasieren. Aber ich glaube, ich habe der Dame gezeigt, wie es geht. Und ja, demnächst mache ich dann eine Sachertorte. Habe ich auch eine Anfrage gekriegt. Und ich werde mich beeilen, dass ich die bald einmal machen kann. Und ich wünsche euch noch einen ganz schönen Tag. Alles Gute, vielen, vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Pfiat euch!